Ja, Freunde, was geht ab? Hier ist Talent und willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed 2. Wir waren ja gerade hier stehen geblieben bei der goldenen Maske hier. Signori, Signori! Ja, Maske gewinnen, dies gesagt, mag die leichteste Herausforderung sein. Willkommen! Ob ihr gewinnt oder verliert, dies wird euer heutiges Lieblingsspiel sein. Meine Damen, und so wird gespielt. Alle Damen in diesem Bezirk haben Schleifen. Die müsst ihr erobern. Wer immer mehr davon hat, wenn mein Stundenglas abgelaufen ist, wird der goldenen Maske einen Schritt näher sein. Wie hübsch ihr heute aussieht. Darf ich mich zu euch gesellen? Den eifrigsten Jägern unter euch bieten wir bei Abgabe von 100 Kadavern eine Belohnung von einer Dukate. Dürfte ich um eine Schleife bitten? Zwei Stück. Habt ihr etwas für mich, meine Schönen? Hau ab. Hey, hallo, meine Süße. Damen. Habt ihr etwas für mich, meine Schönen? Ja, das war's, ne? Hallo, meine Süße. Damen. Na komm. Was für ein schöner Mann. Dürfte ich um eine Schleife bitten? Wir haben einen Sieger! Ihr habt mehr Schleifen als jeder andere Mann hier. Ihr habt euch als Frauenschwarm bewiesen. Und ihr seid dem größten Preis aller Zeiten noch näher. Ihr seid dem größten Preis aller Zeiten noch näher. So, Aufgabe Nummer 1 bestanden. So, gehen wir mal direkt zur nächsten Aufgabe. Republik schuldig gesprochen und wird in zwei Tagen zum Sonnenanbruch auf der Piazza San Marco gehängt. So, kletter doch mal auf die Leiter. Ja, umdrehen. Ihr dürft nicht hier sein. Geht! Oder ich werde dich. Ja, ist aber Pech gehabt. So, wie schafft er da? Kann ich darüber springen? Attenzione! An alle Händler, die mit Gewürzen aus dem Osten handeln! Ein neuer Zoll wird erhoben, um die... Tretet näher! Kommt her! Kommt her! Nun geht es um Können und... Willkommen, willkommen! Die Spielregeln sind einfach. Hängt eure Gegner ab, holt die Fahne aus der Mitte des Feldes und bringt sie zurück zum Start, um zu punkten. Wenn der Gegner die Fahne trägt, müsst ihr ihn umwerfen und seine Fahne stehlen. Erobert die Fahne als Erster zum dritten Mal und die goldene Maske kann euch gehören. Ja,
Gegner im Spiel auch noch die Flagge. Was mache ich da? Hä, warum sehe ich denn nicht mehr? Ich hatte den doch. Verloren. Aha, ich hab die Flagge, hau ab.
ausgerechnet. So, wieder schnell zurück. Scheiße! Boah, wie schnell der ist, ja? Ja, toll! Fuck, ich hab ihn verloren. Super, ey, Mann! Hoch, 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 schnell. Aber wenn er den jetzt verliert, er rastet aus. Wir haben einen Sieger. Ihr habt eure Fahne beschützt und die des Gegners erobert. Ihr habt euch als Krieger ohnegleichen bewiesen und kommt dem Sieg immer näher. So, zweite Aufgabe auch geschafft. Jetzt gehen wir mal, glaube ich, zur letzten Aufgabe. Kann man plündern. Ja, das ist direkt um die Ecke stumpf. Der Nächste! Tretet näher! Willkommen! Benvenuti! Seid ihr bereit, euch in einem Spiel der Ausdauer und Geschwindigkeit zu versuchen? Viele Herausforderungen sind auf dem Weg. Das Spiel ist einfach, aber es zu beenden fast unmöglich. Beginnt, wenn ihr soweit seid. Der erste Mitbewerber, der den Streckenrekord bricht, ist der goldenen Maske einen Schritt näher. So.
schneller. Wegen des kürzlichen Feuers während deines Festes so noch zwei jetzt. Hat der Doge verfügt, dass die Herstellung von so, schneller. Ey, was machst du da? Ey, hallo! Ey, das kann doch nicht sein! Ey, boah, ich wäre fast ausgerastet. Der letzte Punkt, ey. Der Sieger! Ihr seid der schnellste und stärkste Mann Venedigs. Nun seid ihr dem großen Preis viel näher. Kommt okay, näher und meldet euch zum Aufgabe. Willkommen, Kämpfer! Das Spiel ist einfach. Es gibt nur eine Regel: keine Waffen. Kämpft so lange, bis nur noch ein Mann auf den Füßen steht. Werdet ihr es sein? Du? Hm? Wer wird die goldene Maske gewinnen? Alle Gegner haben sie besiegt, okay. Also haben wir mehrere Gegner jetzt gleich. Komm her. Der da hält sich scheinbar für einen Meister. Geh, Dante. Zeig ihm, wie schrecklich falsch er da liegt. Gibt es niemanden, der unseren Mann hier im Ring herausfordern will? Haben wir einen Sieger? Ah, wir haben noch Kämpfer. Ah, so soll das also laufen, hä? Wird nichts mehr von dir zu begraben übrig sein. Natürlich benutzt Stoffwaffe. Weg mit dir. Signore, Signori! Die Spiele des Karnevals haben ein glorreiches Ende gefunden. Kommt und seht, wie unser Gewinner seine goldene Maske einfordert. Der Sieger hat bewiesen, dass er der leichtfüßigste Läufer, der stärkste Kämpfer, der klügste Stratege und auch der Favorit der Damen ist. Da er nun 4 Spiele anständig gewonnen hat, ist der Gewinner unserer goldenen Maske... Der Gewinner der goldenen Maske ist Dante Moro. Glückwunsch. Wir sehen dich dann heute Abend. Hä? Was ist das denn hier? Freunde. Anscheinend waren wir hier belogen. Also, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge.
Wenn es euch Spaß gemacht hat mit diesem Video, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben, wie immer. Checkt meine Social Media Kanäle, Instagram, Facebook und so weiter ab. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.